Das Weihnachtsturnier zwischen Schülern und Lehrern brachte gute Laune ins Multiversum. Es wurde nicht nur mit vollem Einsatz gespielt, auch Showanlagen brachten Spannung in die Halle. Es ist inzwischen zum ganz großen Event geworden, das Weihnachtsfußballturnier des BGBRG Schwechat. Es spielen alle Klassen in den Klassenverbänden und am Ende gibt's das Spektakel. Die Schüler fordern ihre Lehrer heraus. Das hat ja schon Tradition bei uns. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir das schon durchführen. Und das ist ein fixer Bestandteil unseres Schullebens. Heuer mit einer Besonderheit, dass die diese Teilnahmegelder, die Schüler zahlen, das ist nur ein Euro, aber die kommen heuer einer karitativen Aktion zugute, was, sage ich einmal, den Ausdruck des Weihnachtsturniers dann wirklich gerechtfertigt. Die Neven Subotics Stiftung ist halt eine Organisation, die schon seit Jahren sich für Kinder in Äthiopien einsetzen, die als Ziel haben, dass bis 2030 keine Kinder mehr verunreinigtes Trinkwasser trinken müssen in Äthiopien. Und die sind wirklich, die setzen sich wirklich ein, dass sozusagen viele Brunnen in den Gemeinden gebaut werden. Und gerade im Tor gefallen. Und wie gesagt, ich finde es einfach, es passt gut zusammen, weil Fußball, er ist Fußballer und wir das Fußball-Weihnachtsturnier. Was sollen wir spenden? Wie sollen wir spenden? Und somit hat sich das eigentlich ergeben. Wir haben auch letztes Jahr schon an die Neven Subotics Stiftung gespendet. Und wie gesagt, mich hat es irrsinnig gefreut, dass er ein persönliches Video gemacht hat und uns das auch vorgestern noch geschickt hat. Und wie gesagt, eine tolle Sache und ja, ein schönes, schöner Abschluss für das ganze Turnier oder eine schöne Umrahmung des ganzen Turniers. Und es zeigt sich eines, der gemeinsame Sport verbindet. Natürlich lernt man die Schüler besser kennen, wenn man mit ihnen Sport treibt. Für mich als Turnlehrer ist das überhaupt eine super Gelegenheit, dass man den Kindern bzw. den Jugendlichen auch zeigen kann, dass der Sportlehrer oder auch der GBK oder Mathematiklehrer auch gerne Sport machen und sich gut bewegen können. Und das ist immer ganz nett, dass die Schüler sozusagen die Lehrer von einer anderen Seite kennenlernen. Gerade 2017 dank des Damen-Nationalteams ein Thema, die Mädels, die erfolgreich das runde Leder treten, also auch die Lehrerinnen. Ich bin auch super. Großer Ganz, wir haben ja viele Sportlehrerinnen, also sind sie auch sehr sportlich. Wir haben uns bemüht, würde ich sagen. Wir haben sogar zwei Trainingseinheiten vorher gemacht, aber es war schwierig, ja. Die Mädels, vielleicht haben sie es ja gesehen, die sind nicht wirklich gut. Ich spiele urgern Fußball, das ist mein Hobby, am liebsten mit Burschen auf der Straße und ja, jeden Tag. Der Direktor zieht ein positives Resümee. Ich glaube, das zeichnet unsere Schule aus, dass es halt auf vielen Ebenen Dinge gibt, die Schüler berühren. Dass es nicht nur das Lernen, sondern auch das Erleben in ganz vielen Bereichen gibt. Und ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass die Schüler positive Emotionen zur Schule haben. Dann fällt das Lernen auch ein wenig leichter. Allein diese Begegnungen, die dann beim Fußball zum Beispiel sehr hautnah sind, die führen dann zu ganz anderen Emotionen, und zwar zu positiven Emotionen langfristig, die die Verbundenheit zwischen Lehrern und Schülern und auch das gegenseitige Verständnis ein wenig erhöhen.